Willkommen zurück zu Loadout. In diesem Teil möchte ich euch den Store sowie die Möglichkeiten, wie man seinen Charakter und seine Waffen bearbeiten kann, vorstellen. Als allererstes, denke ich, gehen wir wirklich auf den Store ein, denn das ist ein Free-to-Play-Spiel und da ist der Store ganz, ganz wichtig. Wir wissen, wir können mit Spacebucks nur Klamotten kaufen und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig herauszufinden, wie viel kosten Spacebucks. Für 600 Punkte müssten wir unter einem Euro ausgeben und das erlappert sich dann hoch auf das Maximum 16.000 für 16 Euro. Und 16.000 sieht ganz okay aus, bis man sieht, was man damit kaufen kann. Wir haben die Möglichkeit, XP und Blutboost zu kaufen. Blut, wie gesagt, ist eine Sache, die man nur im Spiel kriegen kann, aber man kann das Ganze boosten. Und hier sieht man schon mal, ein doppelter Boost für XP für 30 Tage kostet 8.400, ein Blutboost für 30 Tage mal 2 12.000 und eine Kombination aus den beiden fast 18.000. Das heißt, das könnte man mit einem Satz nicht bekommen, man müsste hingehen und das Steam Starter Paket kaufen, was 20 Euro für 20.000 Spacebucks ist. Und das ist wirklich heftig. Was man ebenfalls kaufen kann, sind Loadout und Gunslots. Und hier sieht man dann auch schon wieder 16 Gunslots, um 16 Waffen erstellen zu können, kostet 30.600. Um 9 Loadouts und 18 Gunslots zu bekommen, zahlt man einfach mal 62.999. Das ist sehr, sehr heftig. Und zu guter Letzt gibt es noch Avatare. Es gibt ein paar, die man freischalten kann und einige, die man kaufen kann. Und ich weiß wirklich nicht, warum man hingehen sollte und 2.000 für ein Avatar sein sollte. Sogar 3.000 hier, 4.700, das ist abartig. Gehen wir jetzt die Liste weiter durch. Bei Fight kann man im Endeffekt einem Spiel beitreten. Es gibt Casual, Competitive und Custom Game. Custom Game ist noch nicht freigeschalten. Competitive ist interessanterweise auch nicht. Das war am Anfang noch der Fall. Jetzt ist es ebenfalls grau. Das heißt, wir können nur Casual spielen. Das heißt, gegen Menschen oder gegen Bots im Koop. Weapon Crafting, das ist ganz, ganz große. Wir haben am Anfang 3 Slots und ab 8, 15 und Level 30 kann man weitere freischalten und die restlichen kann man nur frei kaufen. Wie man sieht, das sind gute 3 Seiten fast, die man nur im Store kaufen kann. Also viel kann man so nicht machen. So, wir können hingehen und uns eine Waffe erstellen. Ich gehe einfach mal hin und nehme den Bullet Pusher. Man kann die Waffen frei selbst benennen und hier hat man im Endeffekt die Übersicht. Wir haben 4 Arten von Waffen, Rifle, Launcher, Puls und Beam. Und ich denke, es ist relativ offensichtlich, Puls, vielleicht die einzige Fragezeichen, ist die Waffe, die wir im ersten Teil gesehen hatten. Und zwar ist es das mit den schwarzen Steinkugeln, die an einem haften bleiben. So, dann haben wir unterschiedlichste Arten, wie wir unsere Sachen bearbeiten können. Und hier sieht man dann auch gleich, was die Sache ist. Wir haben 5 zur Auswahl, 2 haben wir von Anfang an freigeschalten. Die anderen beiden muss man erst frei kaufen, um die zu bekommen. Ich meine, die muss man auch freikaufen, aber man muss erst die Vorstufe haben, um dann die nächste haben zu können. Und wir können dann auch gleich sehen, was die jeweiligen machen und sehen das auch gleich, wie sich das auf die Stats auswirkt. Das ist wirklich ganz schick gemacht. Da sieht man wirklich so gewisse Unterschiede. Und alle Sachen sind irgendwo halbwegs nützlich, obwohl ich denke, dass so ein paar zum Beispiel weniger gut sind. Zum Beispiel hier Hip Accuracy. Ist okay, aber zum Beispiel Aim Accuracy wäre bei einer Rifle relativ witzfrei, denn wer die ersten beiden Spiele gesehen hat, das ist alles relativ schnell und hektisch und da halt wirklich sich die Zeit zu nehmen, zu zielen, wäre zum Beispiel nicht so gut. Natürlich gibt es Situationen, wo es gut ist, aber ich persönlich würde jetzt eher sagen, jemand, der schnell und beweglich ist, kann darauf verzichten. So, das Schicke ist wirklich, wir sehen zwar 800 und 1920 kostet das, könnte ich bei dem was kaufen und wir können es auch einfach anlegen und einfach gucken, was wir so zusammenstellen könnten. Wir könnten hingehen und nach mir auch wieder ein einige interessante Sachen. Recon Scope, warum nicht? Trigger, da haben wir unterschiedliche Arten. Warum nehmen wir nicht mal Spooling? Wir können hingehen und dem Magazin sagen, wir wollen 4 Munition haben. Das würde zum Beispiel hier den Schaden reduzieren. Und zu guter Letzt haben wir noch Barrel, da könnten wir hier zum Beispiel eine Schrotflinte draus machen oder sogar eine Sniper Rifle. Und zu guter Letzt kommt dann noch die Art, was für Munition verschossen werden soll. Und auch hier sieht man, wir haben 2 am Anfang, die wir freikaufen können und die letzten beiden sind noch versperrt. Und das Gute ist, wir haben jetzt zum Beispiel eine Tesla gemacht und denken jetzt, okay, das ist doch ganz okay. Aber wie gut ist die Waffe eigentlich? Wir haben zwar hier unsere Werte, aber so richtig 4,36 sagt jetzt nicht sonderlich viel aus. Das Gute ist, wir können hier einfach auf Test gehen und tauchen damit automatisch in der Shooting Range auf. Und hier können wir dann wirklich hingehen und das Ganze einfach frei testen. Wir sehen, wie viel Schaden wir machen, wie das Ganze funktioniert, wie viel Munition wir haben. Und das ist eine wirklich schicke Sache. So können wir testen,
sehen, wie in gewissen Situationen funktioniert und können dann entscheiden, ob sich das so lohnt oder nicht. Wir haben unterschiedliche Situationen, 4, die stehen, 2, die laufen oder laufen sollten, warum auch immer er nicht läuft. Und so kann man halt auch Sachen testen, zum Beispiel wie man sieht, wenn er rennt, wie häufig trifft man mit der Waffe, wenn man selber rennt. Also was, man kann wirklich viele Sachen testen und so wirklich seine gescheite Waffe finden. Für mich wäre die Waffe jetzt zu teuer und ich würde sie auch nicht haben wollen, aber man sieht, man kann wirklich einiges machen. Die einzige Sache, die mich so persönlich ein bisschen stört, und ich hoffe, das ist eine Sache, die sie in der Zukunft vielleicht noch machen, sind die Waffenskins, dass man vielleicht die Farben anpassen kann oder eigene Skins entwickeln. Das wäre ganz schick, denn die sind alle in diesem Blau gehalten, in diesem Grün gehalten und das ändert sich nicht. Ebenfalls eine schicke Sache, wenn man wirklich komplett zu faul ist, kann man einfach komplett zufällig sagen und kann so wirklich sehen, was man bekommen kann. Beim Raketenwerfer vielleicht nochmal ganz schick hervorzuheben ist, hier unten gibt es noch einige mehr Möglichkeiten. Neben der Waffenart kann man auch sagen, wie soll das Ganze fliegen? So, man sieht, man kann es zum Beispiel einfach nur fallen lassen. Man kann sagen, dass sie bouncen oder sogar hängen bleiben sollen. Man kann sagen, wie sie explodieren sollen und in welcher Art und Weise sie dann explodieren. Und das ist wirklich ganz, ganz schick, dass es ein paar Einstellungen gibt, die man machen kann. Und die Preise sind auch wirklich okay, man sieht hier zum Beispiel hier 9.520, sieht viel aus, aber man braucht ein, zwei Spiele, um diese zu bekommen und dann ist das auch schon wieder drin. Dann gehen wir über zum Loadout, ich denke, das ist relativ offensichtlich, was das Ganze macht. Und zwar, man kann halt einfach das zusammenstellen, was man haben möchte. Auch hier sieht man, bis Level 20, man hat also im Endeffekt 3 Slots im kostenlosen Bereich und alles andere muss man frei kaufen. Und es gibt noch Handgranaten, die zeige ich euch später. Wir gehen jetzt über zum Outfitter und da wird es dann wirklich heftig. Und zwar, wir sehen dann, wie teuer das Ganze wird. Wir haben 3 Charaktere, hier sind nochmal zu zeigen, um ganz klar zu zeigen, an wen sie angelegt sind. Und jeder Charakter hat seine anderen Sachen, die er bekommen kann. Und dann sieht man dann hier schon mal, eine Badass Cap, eine schwarze Cappy, die er rückwärts trägt, kostet 2500 Space Bucks. 16 Euro, 16.000 Punkte, also man zahlt doch schon wirklich viel. Man sieht, es geht sogar bis 4299 hier hoch. Und das läppert sich dann sehr, sehr schnell zusammen. Es ist wirklich schick, zum Beispiel, wie man sieht, hier ohne Bart, mit reinen Stoppel, sieht da komplett anders aus. Ich würde sagen, fast russischer Boxer, wo er hier doch eher Rocky ähnelt. Und es gibt wirklich so ein paar unterschiedliche Sachen, die man halt wirklich machen kann. Und da entsteht dann halt auch wirklich der ein oder andere sehr interessante Charakter. Okay, ich sollte vielleicht jetzt keine Sache in der Kombination nutzen. Ah, gewisse Kombinationen sind wirklich überhaupt nicht drin. Das ist okay. Und klamottenmäßig sieht es wirklich sehr, sehr cool aus. Man sieht hier, man kann auch wirklich noch weitere Charaktere erstellen, die man auch wiedererkennen kann. Gewisse Sachen hier zum Beispiel funktionieren nicht, wenn man gewisse andere Sachen vorher trägt. Man kann gewisse Skins haben, Tattoos und ähnliches. Dieser Slot zum Beispiel, oh, in dem ist sogar eine. Andere Charaktere haben zum Beispiel nicht ein komplett Body-Outfit. Und so kann man halt wirklich, ich denke, das hier war gerade, oh, war er hier, Bierbelt, ich denke, ist relativ passend in der Hinsicht. Und zu guter Letzt hat man dann noch die Taunts. Und wie man dann auch schon wieder hier sieht, ich denke, ich gehe einfach mal ein paar durch. Man startet wirklich nur mit dem Cabot Patch, dass er hier ist. Und man kann dann halt wirklich einige freischalten. Und die sind... doch sehr, sehr teuer. Und da läppert sich dann halt wirklich zusammen. Und man wird dann halt wirklich sehr, sehr schnell merken, dass man das Ganze nicht so einfach bezahlen kann. Der Thumbs Up ist eine Aktion, die man bekommt, indem man bei Facebook die Kollegen liked. So, und ich gehe jetzt mal ganz bewusst hin und kaufe einfach mal noch, oder beziehungsweise wähle noch mal jeweils einen weiter noch aus, einfach um das komplett voll zu haben. So, und jetzt sieht man halt wirklich, wir haben allen
logischen Punkten was ausgewählt und würden jetzt einfach mal safe sagen. Und wie man sieht, ein Charakter kostet 46.686 Punkte. Weit davon entfernt, das mit einer Ladung kaufen zu können. Und das ist meines Erachtens ein großes Problem. Die Charaktere sehen wirklich cool aus, aber für meinen Geschmack ist das Ganze zu teuer. Gerade wenn man bedenkt, dass es keine Möglichkeit gibt, Space Bucks so durch reines Spielen zu bekommen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Die letzten beiden Punkte, die wir noch haben, ist der Locker Yatozim. Da kann man im Endeffekt sehen, was man erreicht hat, welches Level man ist, Statistiken. Also im Endeffekt das, was man sich erwünscht, ist da. Und zu guter Letzt die Avatare. Wie gesagt, es gibt ein paar, die man am Anfang an hat, ein paar, die man sieht, wie man sie freikaufen kann und freischalten. Und da sind ein paar dabei. Ich habe zum Beispiel hier bereits einen bekommen, noch ausgewählt. Schade ist nur, dass man nicht sieht, was man gemacht hat, um das Ganze freischalten zu können. Und zu guter Letzt kommt dann noch der Tech-Tree. Da kann man halt sehen, hier, wenn ich Health habe und das für 48 kaufe, kriege ich The Juice freigeschalten. Und so muss man sich halt durchhangeln. Das ist wirklich machbar, obwohl man hier zum Beispiel sieht, also gehen wir lieber auf den Launcher über, das ist eine Waffe, die ich in dem ersten Video am meisten genutzt habe. Zwei Dinge haben mir 4000 gegeben und wir brauchen einfach mal 30.000, um das auf Level 2 zu bringen. Das ist also auch keine Sache, die man mal kurz einfach so macht, aber das ist dann doch eine ganz schöne Herausforderung. Wie man sieht, jeder hat irgendwelche Sachen, die er extra noch freischalten kann, also gut wie fast jeder. Und zu guter Letzt zeige ich dann noch das Equipment. Es gibt drei Arten Granaten, die dann halt auf Health, Tesla, Buff und Fire umarbeiten lassen können. Das Schild und weitere Jump Boost und Disguise, obwohl ich nicht wüsste, warum man Jump Boost wirklich nutzen sollte. Denn man kommt eigentlich sehr, sehr gut durch die Maps, wenn man sich gescheit anstellt. Und zu guter Letzt die Turret. Turret ist eine ganz schicke Sache in der Hinsicht. Und weitere Möglichkeiten. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die ganzen Sachen zu nutzen. Sind auch alle in ihren Arten nützlich, aber nicht unbesiegbar. Zum Beispiel das Schild, da steht zwar Keep the Bullets Outside, aber das beschränkt sich wirklich auf Bullets. Wenn eine Rakete kommt oder jemand mit einer Tesla-Granate kommt, dann ist das Schild einfach gebrutzelt und schon ist dein Schutz weg. Aber es gibt seine Möglichkeiten, das Ganze zu nutzen, aber es gibt auch Möglichkeiten, das Ganze zu kontern. Also das ist wirklich okay. Und ich denke, das ist wirklich, also alles, was man mit Space Bucks bezahlt, finde ich zu teuer. Alles andere, was man mit Bloods kauft, ist okay. Und ich denke, das ist meine Übersicht. Eine Sache will ich noch ganz kurz zeigen. Und zwar gibt es hier unten die Bro-Tipps. Und zwar, man kennt es ja eigentlich aus Spielen, wenn man irgendwie lädt, wird einer angezeigt. Hier ist es so, man kann sich wirklich alle auf einmal durchlesen, was zum Teil wirklich gar nicht mal so schlecht ist. Einige sind doch eigentlich relativ klar. Aber vielleicht findet man hier und da was, zum Beispiel hier Free Bonus Items, wie zum Beispiel hier den Free Taunt. Und ich hoffe, da gibt es so in der Zukunft noch einige mehr, die man bekommen kann. Vielleicht wirklich begrenzt auf gewisse Zeit, damit nicht jeder alles hat, wie jeder andere. Und ich denke, jetzt können wir zu den beiden Spielen übergehen. Dieses Mal habe ich das Space Marine Outfit und man sieht auch hier wieder, 2 gegen 2 startet hier wieder und jeder weiß, was er machen muss. Immerhin den allerersten getötet. So, ich habe das Space Marine Outfit. Das ist ein Outfit, was ich bekommen habe, weil ich sehr, sehr schnell war in Eintippen von Codes. Und man sieht, ich habe eine neue Waffe. Ich habe die Healing Gun, beziehungsweise habe ich mir einen Strahl mit Heilfähigkeiten geholt. Und zwar, der Gedankengang war relativ simpel. In den ersten beiden Spielen habe ich ja eigentlich nur den RPG genutzt. Assault Rifle super selten. Dementsprechend habe ich überlegt, gehst lieber hin und versuchst ein bisschen passiver zu sein. Und dementsprechend ist diese Waffe entstanden. Und die Sache ist relativ wichtig. Man kann es vergleichen mit der Healing Gun aus Team Fortress. Man kann Leute heilen und auch überheilen, dass sie ein bisschen mehr haben. Aber der wichtige Punkt kommt jetzt, jedes Mal, wenn man jemanden heilt, wirst auch du selbst geheilt. Und das kann in vielen Situationen sehr, sehr wichtig sein, wenn man viel Schaden genommen hat, greift man sich einfach irgendjemanden und heilt ihn und sich selber dann einfach wieder hoch. Das kann man oben links sehen, wie mein Balken jetzt wieder voll ist. Gleichzeitig sieht man aber auch eine Prozentanzahl und das ist ebenfalls wichtig, das Ding kann heiß laufen. Wir haben Kill Confirmed als Spielmodi, das heißt, wenn wir jemanden töten, hinterlässt er Plutonium, das müssen wir aufsammeln und wenn wir drauf gehen, logischerweise hinterlassen wir das auch, aber wenn halt jemand von unserem Team drauf geht und wir das aufsammeln, dann können wir diesen Kill im Endeffekt ablehnen. Gleichzeitig kann man auch sehen, wie heftig es ist, ein Heiler zu sein, denn man bekommt wirklich für alles Sachen gut geschrieben.
Man sieht, Overheal, plus 5, Overheal, plus 5, plus 10, plus 15, plus 40 für einen Heal Assist. Also ich habe jemanden geheilt und er hat in der Zeit jemanden umgebracht. Man bekommt ebenfalls einen Assist, wenn man den komplett hochgeheilt hat, aufs Maximum. Also man bekommt wirklich einiges gut geschrieben, dazu bekommt man auch noch selbst HP wieder zugeschrieben. Das ist eine sehr, sehr heftige Sache und macht ein Team unglaublich stark, wenn man auf einmal wirklich es schafft, hinzugehen, jemanden zu haben, der einen konstant hochheilt. Das große Problem, wie wir hier zum Beispiel sehen, die haben in der Mitte auf der Insel, da gibt es ein Fahrzeug, wo man sich raufstellen kann, und da fängt jemand an, runter zu snipern. Und das gibt uns in diesem Match überraschenderweise relativ viele Probleme. Wir sehen auch zum Beispiel hier, Madame Helga hat sich auch eine Sniper Rifle gekrallt, einfach nur, um dagegen angehen zu können. Auf jeden Fall sieht man hier, mit Kill Confirmed haben wir einen relativ simplen, auch bekannten Spielmodi. Das heißt, wenn man halt die ganzen anderen nicht mag, könnte man theoretisch auch für den voten. Ich bin jetzt nicht großartig auf die Spiellobby eingegangen, aber es ist relativ offensichtlich. Man bekommt halt Maps und Spielmodi vorgeschlagen und man kann dafür voten. Hier sehen wir wieder, ich habe ein bisschen Schaden genommen. Das erste, was ich mache, ist wirklich mich einfach heilen und in kürzester Zeit geht es mir dann auch schon wieder gut und ich bin nützlich. Aber man sieht auch, HP ist wieder ein bisschen weiter oben, aber es das heißt nicht, dass meine Wunden weg sind. Man sieht immer noch meine Knochen. Das Match-Maximum ist, glaube ich, bei 3500. Also es müssen schon ein paar Kills passieren, bevor hier einer gewinnen kann. Und da hatte ich gerade gesehen, da war irgendwas am Aufpoppen, aber das war im Endeffekt nur die Waffe, die er genutzt hatte. Ansonsten, ich wurde gefragt, gibt es nur Nachtmaps in dem Spiel? Es gibt einige und ich glaube sogar mehr Nacht- als Tagmaps, aber es gibt Tagmaps. Ich habe bereits welche gesehen und wie gesagt, es ist halt wichtig, dass wir mehr Maps bekommen, sei es durch die Entwickler oder durch die Hände der Community. Einfach um halt die Vielfalt oben zu halten. Gerade so ein Spiel braucht nicht unbedingt das beste Balancing. Zumindest in den meisten Spielmodi nicht. Es gibt noch einen Spielmodi, den ich bisher nicht zeigen konnte, leider. Und zwar ist es im Endeffekt Capture the Flag nur interessanter, muss ich sagen. Und zwar der Capture the Flag, also die Flagge im Endeffekt, ist ein Hammer. Und das Interessante an diesem Hammer ist, dass man den benutzen kann. Das heißt, man kann ihn tragen und kann zwar nur diesen Hammer nutzen, aber man kann halt damit angreifen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Idee, dass man halt wirklich hingehen kann und damit auch wehren kann. Ich meine, im normalen Capture the Flag Modus ist es halt wirklich so, dass man halt im Endeffekt nur diese Flagge trägt, aber trotzdem weiter angreift. Aber so hat man hier halt auch eine interessante Alternative. Also man sagt einerseits, man muss auf Teamwork achten, ist aber nicht hundertprozentig unmöglich zu beschützen werden. Und ja, ich denke, man sieht es sehr gut. Die Healgun ist gut, aber auch nur, wenn das Team mitmacht. Das ist eine Sache, die man schon ein bisschen gesehen hat und auch in den jetzt Verlauf noch dieses und des nächsten Spiels sehen wird. Man ist nicht jemand, der auf einmal bewacht wird. Man ist jemand, der jemanden heilt, die Leute freuen sich, man freut sich auch selbst, dass man sich heilen damit kann und extra Punkte bekommt, aber es ist nicht so, als wäre man auf einmal die VIP des Teams. Da wird nicht sonderlich darauf geachtet, dass man überlebt. Das kann halt ein großes Problem sein, denn wie man sieht, ich habe zwar meinen Raketenwerfer am Start, aber in der Sekunde, der ich jemanden sehe, der verletzt ist, wechsle ich eigentlich wirklich auf die Waffe und helfe aus. Und das ist logischerweise ein Balancing, das man selber finden muss. Geht man wirklich hin, will man Support spielen? Und wenn man Support spielen will, wie sehr will man darauf zurückgreifen? Das ist eine Alternativwaffe, und da bin ich ganz ins Nichts gefallen, oder das ist tatsächlich die Hauptwaffe. Und hier kommt ein Problem, das in dem Spiel ein bisschen schwer zu bemerken ist, und zwar, man kann ja rollen. Rollen macht man mit STRG, man kann es aber auch mit einem Double Tap machen. Zweimal links, zweimal rechts und so weiter und so fort. Und besonderweise im ersten Durchlauf war es nicht das größte Problem, hier irgendwie doch mehr. Und da hatte ich dann halt wirklich so ein paar Mal, wo ich einfach lang gelaufen bin, eigentlich nur nach links laufen wollte und auf einmal springe ich ins Nichts, einfach weil ich halt Doppeltap gemacht habe. Und das ist deaktivierbar, das habe ich im Nachhinein dann herausgefunden. Also falls einem das stört, kann man das ohne Probleme deaktivieren. Das waren zwei sehr schicke Treffer. Und wie man sieht, jedes Mal, wenn man Punkte bekommt, sind es im Endeffekt Bloods, die man da bekommen kann. Also hier gerade so nach einem match-orientiertes Spiel zu haben, kann da sehr, sehr hilfreich sein. Jedenfalls auch sehr gut
nicht das, aber dass man halt wirklich auch über Distanz jemanden heilen kann. Und da finde ich persönlich zum Beispiel ja auch den Healer als Strahl besser als eine Schrotflinte, wie wir zum Beispiel bei den Kollegen im ersten Video hatten. Weil der ist halt wirklich darauf angewiesen, in den Nahkampf zu gehen. Beides hat logischerweise ihre Vor- und Nachteile. Nachteile bei meinem ist ganz klar halt, dass wenn ich nicht treffe, weil die Leute zu viel herumlaufen oder einfach zu weit weg sind, dann kann ich die Leute nicht heilen, wohingegen der andere halt einfach die nahe ebenfalls braucht, also muss ebenfalls sehr, sehr nah sein. Die Frage ist nur, wenn man, sagen wir mal, die Schrotflinte nimmt, ist er damit mit Haarheilung stärker? Es müsste eigentlich sein, aber weil ihn mehr Sachen auf einmal heilen. Und ja, das hat alles seine Vor- und Nachteile und man muss wirklich das finden, was man am besten mag. Ich persönlich finde den Strahl sehr, sehr cool, auch wenn er logischerweise halt das Problem hat, dass die Kollegen selbstverständlich halt sehr, sehr beweglich sein wollen und man so dementsprechend nicht immer alles trifft. Auch hier sieht man wieder, ich werde gejagt und der Kollegen, den ich hier gerade heile, auch wenn ich es hier gerade selber geschafft habe, ist es eigentlich egal. Und es gibt zwei Arten von Kisten, ich denke, es ist relativ offensichtlich, die mit der Heilfarbe heilt und die Orangen geben einen Granaten wieder. Und ja, dieses Loch, da bin ich schon ein paar Mal reingefallen. Glaube jetzt mindestens dreimal schon. Und das war für mich in dem Spiel einfach ein ganz, ganz großes Problem. Und man sieht, ich bin wirklich in der ersten Linie der Supporter in dem Spiel, kein wirklicher Angreifer, auch wenn ich den Raketenwerfer habe. Und das hat definitiv seine Vor- und Nachteile. Wie man sieht zum Beispiel, ich bin einfach aufs Heilen konzentriert. Was mir jetzt gerade selbst zustößt, ist eher zweitrangig. Ich versuche eher die Kollegen zu heilen, um mich damit auch zu heilen, anstatt mich zu wehren. Und ja, das Problem ist einfach schlichtweg, man hat zwar jemanden, der einen konstant heilt, was einen theoretisch länger leben lässt, aber man hat dann theoretisch auch jemanden, der nicht angreift. So hat man halt drei Angreifer statt vier. Und wenn die Gegner halt weiterhin vier haben, kann das halt für die auf einmal besser laufen. Wie wir sehen, wir haben jetzt zwar 300 Punkte Vorsprung, das heißt also, mein Healing hilft so ein bisschen. Aber es könnte auch komplett nach hinten losgehen. Der eine Healer hätte lieber ein Damage-Dealer sein sollen. Boah, da fast wieder runtergeplumpst. Der fehlt auf einmal. Die Gegner haben ihre vier Leute, die angreifen, gehen zwar schneller drauf, machen aber auch mehr Schaden zu viert. Und auf einmal führen sie. Das kann halt der Unterschied sein. Auch hier wird wieder das Team beklagt vom Gegner. Dann ist wieder die Situation, die Gegner haben angefangen zu führen und wir haben ein bisschen gebraucht, um uns reinzukommen. Hier sieht man auch zum Beispiel, Madame ist ein bisschen clever, die weiß, wie man springt, um sich schneller voranzubewegen. Und das ist definitiv eine Sache, die man lernen kann. Weiterhin denke ich, dass mein Raketenwerfer, so wie er ist, ziemlich cool ist. Man könnte sogar hingehen und sagen, dass das Ganze unterschiedliche Feuerarten haben, das haben wir am Anfang gesehen dieses Videos. Und ich habe zum Beispiel, dass man jedes Mal drücken muss, um eine Rakete zu schießen. Man kann aber auch hingehen und einfach das mit gedrückter Maustaste schießen lassen. Also einfach nur gedrückt halten und alle drei werden nach und nach geballert. Und das ist wirklich einfach eine Vorliebe in der Hinsicht. Ich glaube, es hat Unterschiede. Ich glaube, es macht ein bisschen weniger Schaden, wenn man einfach nur gedrückt hält. Ist dafür aber schneller, glaube ich, in der Schussrate und auch im Nachladen selbst. Da hat man zum Beispiel gerade gesehen, unser Fadenkreuz, ups, ist rot. Das heißt, überladen. Wir können in der Zeit nicht schießen. Wir müssen warten, bis sich das Ganze abkühlt. Hier hinten ein sehr interessanter Bereich, denn hier hinten ist nichts los. Ich war ja auch noch nie, habe mich auch so ein bisschen gewundert, was das ist. Und es ist tatsächlich halt ein Bereich, den man so gut wie nie wirklich nutzt. Die Action ist stets woanders. Und da habe ich so ein bisschen Probleme, meine richtigen Waffen zu finden. Und ja, da bin ich, glaube ich, konstant mit der falschen Waffe herumgelaufen. Habe noch geschafft, meinen Mittelfinger zu zeigen. Aber dann war nicht der cleverste. Und das ist halt wirklich, denke ich, das Problem, was man zum Beispiel im ersten Match nicht so stark hatte. Und zwar ist die eine Waffe leer oder man ist einfach überrascht worden. Man hat immer noch die andere, mit der man theoretisch angreifen kann, was hier einfach nicht drin ist. Aber man sieht hier gerade, der Kollege ballert im Endeffekt. Oh, der hat sogar geschafft, ihn zu treffen. Ich dachte, der würde dank meiner Hilfe das jetzt überleben, indem er einfach die Schüsse tankt und gleichzeitig geheilt wird. Ansonsten, man merkt auch, denke ich, dass die Matches einiges länger dauern.
Einfach weil Kill Confirmed nicht so einfach zu machen ist, weil die Gegner das Ganze auch ablehnen können, also verhindern können, dass das aufgesammelt wird. Und so kann dann halt ein Match ein bisschen länger dauern, auch wenn wir natürlich kurz davor sind. Der hat sich jetzt leider ins Nichts gestürzt, was nicht hilft, denn wir müssen ja nicht Kills machen, sondern die Sachen aufsammeln. Ich persönlich finde den Spielmodi okay, ich denke, da gibt es eigentlich nichts auszusetzen und... Nicht nur habe ich den letzten Kill gemacht, sondern auch das letzte Zeug angesammelt. Wieder mal der, der das Ganze beendet. Und wie man sieht, ich bin Erster geworden und das ist extremst heftig, wie viel Unterschied das Ganze macht. Ich habe 400 Punkte mehr, einfach nur dank dem Heilen. Und wenn man auf Punkte geht, ist Healing ganz, ganz nett. Auch hier haben wir wieder den Daily Prize. Ich wollte das Ganze bloß wieder zeigen. Und auch hier wieder rein zufällig gewählt und diesmal habe ich statt 350 300 bekommen, aber wieder das Maximum. Hier sieht man auch noch das Übliche und wir gehen gleich in das nächste Spiel über. Und das ist erneut Kill Confirmed. Und wir sehen ein paar neue Sachen noch und sehen, wie das Healing uns eventuell erneut wieder relativ gut hilft. Und wir werden sehen, ob das auch wieder einen Unterschied machen wird im Endeffekt oder ob es eher ein Nachteil ist. Wir sehen auf jeden Fall gleich hier in der Situation was Neues. Und zwar die Turret. Die Turret braucht etwas, um sich aufzubauen. Und da interessanterweise schießt er auf mich, obwohl ja eigentlich die grünen Symbole über dem Kopf sind. Also das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Hier sieht man wieder, der Gegner versucht sich zu wehren, aber durch die Kombination durch Healing und Angriff von ihm hatte er nicht wirklich viel Chance. Also ich persönlich würde nur ungern auf den Raketenwerfer verzichten wollen, denn meines Erachtens macht er sehr, sehr viel Schaden, ohne jetzt der beste Schütze zu sein, dadurch auch der Splash-Damage. Aber ich muss sagen, dass gerade der Healing-Aspekt mir sehr, sehr gut gefällt, einfach weil man halt wirklich sich so wieder selbst hochheilen kann, aber auch seine Kollegen selbst damit aushelfen kann. Und es gibt auch noch sehr viele Punkte, also die Kombination von den beiden zusammen, schöner Granatenwurf. War sehr, sehr schick. Ansonsten bin ich so ein bisschen noch drauf gespannt, was für Kombinationen die Community da in der Zukunft herausbringen wird. Denn Lightning finde ich zum Beispiel nicht so interessant. Lightning ist zwar in der Hinsicht toll, dass es auf Mitspieler üben oder beziehungsweise gegnerische gegen Spieler halt überspringt, wenn mehrere nebeneinander stehen. Aber der Schaden ist relativ übersichtlich. Und dementsprechend bin ich davon jetzt bisher noch nicht sonderlich angetan gewesen. Hier auch sehr lustig gewesen, der konstant versucht mich irgendwie anzugreifen. Und als er dann in den Nahkampf ging, hat er das Ganze sehr schnell bereut. Ja, ich konnte leider den Kollegen nicht retten können, aber halt seinen Gegner besiegt. Naja. Wow, das war ein sehr interessanter Kill, einfach nur irgendwo in die Ecke geworfen, wo ich dachte, einer sein könnte. Aber eigentlich schon abgerechnet, dass er da eigentlich noch ist, aber trotzdem Ganze hinbekommen. Das denke ich ganz gut an dem Spiel ist wirklich, dass es ein Spiel ist, wo man nicht wirklich viel Teamwork braucht. Es ist möglich, denke ich, gut zu spielen mit Teamwork, aber es ist nicht automatisch ein Sieg. Im ersten hatten wir es ja zum Beispiel so im ersten Video, das allererste Spiel, wo wir eigentlich die Gegner komplett dominiert hatten, weil wir wirklich miteinander zusammengeblieben sind. Aber wie man hier zum Beispiel sieht, wir sind eigentlich relativ stark verstreut. Hat man auch im ersten Teil, glaube ich, das zweite Video. Und jetzt hier in diesem Teil die beiden. Wir sind nicht wirklich alle nah beieinander und hier wollte ich jemanden heilen, um mich selbst zu heilen, aber war zu langsam. Man sieht es eigentlich, tohuwabohu, keiner ist wirklich so wirklich bei jedem zusammen. Außer ich, wenn ich halt wirklich jemanden heile, dann bleibe ich bei ihm, aber ansonsten, es ist nicht zwingend notwendig und man kann trotzdem gut spielen. Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass gerade Clan-Stacking nicht einem automatisch das Ganze gewinnen lassen kann, obwohl ich auch hier sagen kann, das ist nicht hundertprozentig klar, denn ich bin einfach noch nicht auf solche Situationen gestoßen, wo viele Leute einfach sich kennen und so zusammenspielen.
Der Kollege ist sehr interessant, denn ich weiß nicht, was er hat. Er sieht so ein bisschen aus wie eine Schrotflinte mit Dauerschuss. Also so mit einer Spule, wo er sich erst aufdrehen muss. Denn die Schuss von denen sieht man nicht. Und da muss man wirklich sehr, sehr nah dran sein, um auch nur davon getroffen zu werden. Und das sah bei dem Kollegen halt einfach lustig aus, dass er halt das Feuer auf mich eröffnet hat, aber halt keinen Schaden gemacht hat. Manche Kollegen sind auch clever genug und bleiben einfach stehen, was sehr, sehr dankbar für den Heiler natürlich ist. Gerade wenn man halt den Healbeam hat, muss man halt sehr, sehr genau sein. Und so bin ich immer wieder überrascht, wie gut ich mit dem Raketenwerfer gelegentlich hier zum Beispiel, ich glaube, jeder, alle drei Schüsse hatten getroffen, wie gut ich mich da dann manchmal zum Teil anstelle und die auch treffe. Meine Soldier ist eigentlich nicht aus Spaß meine Lieblingsklasse in Team Fortress 2 und man sieht es hier, dass es auch halbwegs funktioniert. Ansonsten, das eine große Problem, denke ich, was sie aber gut getackelt haben, ist das Waffenaufheben von anderen, denn einerseits ist es eine nette Idee, dass man es hat, das große Problem ist nur dadurch, dass man halt so viele Variationen und Kombinationen haben kann, trifft man eigentlich in den meisten Fällen auf Waffen, die man halt nicht wirklich nutzen kann oder möchte. Da gleichzeitig kommt dann wieder halt das Gute, warum sie das Ganze ausbalanciert haben, man hat im Endeffekt unendlich Munition, also man muss sich da keine Sorgen machen. Und dementsprechend frage ich mich, warum hat man überhaupt die Möglichkeit, die Sachen aufzuheben? Maximal könnte man wirklich sagen, man ist ein Newbie und man weiß, man hat jemanden an der Seite, der schon sehr viel gespielt hat und hat dementsprechend eine Waffe, die halt man eben selbst noch nicht haben kann. Dann könnte man sagen, oh, er ist gestorben, ich heb die mir auf und wenn man sich gescheit anstellt, kann man die dann halt auch für lange behalten. Ja, wir haben eine sehr interessante Situation, wie uns im Endeffekt alles aus dem Magen rauskullert. Aber das stört uns nicht. Und hier sieht man eigentlich, wir stellen uns eigentlich ganz gut an. Die Gegner sind nicht unbedingt schlecht, aber die Kombination mit dem Heiler funktioniert auch hier erneut. Interessant finde ich die Turret, die wir hier zum ersten Mal so wirklich sehen. Und ich muss dann doch jetzt ehrlich sagen, während des Spielens hatte ich die Meinung, und jetzt auch, wo ich das Ganze sehe, habe ich sie erneut. Die Turret macht nicht unbedingt viel. Das große Problem ist, dass sie sich erst aufbauen muss. Und sie hält auch jetzt nicht unbedingt viel aus. Das ist natürlich einerseits eine gute Sache, aber wenn sie halt dazu nicht mal ansatzweise kommt, was zu schießen, dann kann das natürlich ein großes Problem werden. Ja, und hier habe ich das große Problem. Hier sind einfach zu viele. Und es hat mir halt einfach den Unterkörper gekostet. Die Gegner kommen noch ein bisschen ran, sind nur 400 weg, also, schön. Und da weiß ich, hier war ich eigentlich relativ weit weg von dem Plutonium, aber trotzdem das Kill Confirmed dann doch bekommen. Was dann halt wieder die Frage aufgibt, wie viel Freiraum hat man da? Wie genau muss man sein, um das Zeug darüber zu laufen? Von dem, was wir jetzt hier gesehen haben, scheint es nicht allzu schwer zu sein. Da sehen wir zum Beispiel auch bei dem Kollegen, der hat sehr interessante Raketen, die kringeln sich beim Fliegen. Oder diese drehen sich. Was ich nicht hundertprozentig nachvollziehen kann. Ich habe die in der Test Range selber mal probiert und hatte einerseits das Problem und auch zum Teil die Befürchtung dann im Kampf, dass man einfach seinen Gegner mal verfehlt, einfach weil das Ding um den Gegner herum sich dreht. Dementsprechend weiß ich nicht, warum man das nutzen sollte. Und ich denke, insgesamt kann ich sagen, mir gefällt Loadout. Ich finde, es ist sehr actiongeladen, es ist sehr einfach zu spielen, denke ich. Aber trotzdem gleichzeitig sehr genießbar. Was ich mir nur einfach hoffe, ist, dass es von allem mehr gibt. Vielleicht weitere Waffenarten, obwohl ich mir da glaube, dass das nicht kommen wird, einfach aus Balancing-Angst. Und mehr Klamotten, die vielleicht sogar ein bisschen günstiger sind, denn aktuell ist das einfach für meinen Geschmack zu teuer. Und am besten mehr Bundles, mehr DLCs, die man auf Steam kaufen kann, für günstigere Preise als nur diesen einen für 20. Auch hier.
hier wieder. Sehr interessant zu sehen. Ich dachte, das ist mein Ende. Aber der Raketenwerfer hat mir das Ganze so gut gemacht, dass ich das sehr schnell gelöst habe. Ansonsten, man sieht hier so ab und zu mal, gibt es ein paar Bugs mit den Waffen. Ich habe nachgeladen und auf einmal war die Waffe in der Luft über meinem Kopf am Fliegen. Aber das sind auch hier nur Kleinigkeiten, die ich denke, sehr, sehr schnell auch gefixt werden. Hier sieht man wieder, die hat ein bisschen auf mich geschossen. Aber es könnte auch hier Madame gewesen sein, die das Feuer auf mich eröffnet hat. Und hier sieht man drei Schüsse und die Sentry war weg. Sehr schöner hier über weite Strecken. Also definitiv ein Vorteil von dem Beam. Die Map selbst ist meines Erachtens doch sehr cool, gerade hier so mit den ganzen Bars, aber halt so in dem Deponia, alles ist kaputt Stil gehalten. Ich glaube, Trailer Park by Night wird die Map offiziell genannt. Und hier ist, glaube ich, relativ dämlich gewesen zu versuchen, da an dem Kampf teilzunehmen, einfach weil der Kollege schon am Flüchten war. Aber in Kombination funktioniert es und wir haben insgesamt wieder gewonnen. Und das war es eigentlich auch schon von mir und wir sehen auch hier erneut, ich bin Erster geworden, einfach durch das konstante Healing. 12 Kills und 5 Deaths hilft natürlich auch, aber das Healing mit 16,28 macht den großen Unterschied. Ich verabschiede mich und bis dann.